Hallo zu einem neuen Video bei Marius Fliegendose. Wir haben den 1. Dezember. Somit ist das erste Türchen heute geöffnet. Ich hoffe, ihr habt alle was Schönes gefunden. Und mein Türchen, das ich dann heute mal für euch öffne, ist ein neues Bindevideo. Winterzeit ist für mich so ein bisschen die Zeit, im Stillwasser zu fischen. Wenn ich nicht auf Raubfische unterwegs bin, dann gehe ich gerne mal an Seen, wo Regenbogenforellen besetzt sind und man dann halt gezielt darauf fischen kann. Und zuletzt war ich wieder an dem Storchenweiher, wo ich schon mal ein Video gemacht habe. Und die Fische waren erstaunlich oberflächennah aktiv und ich habe mit einer Fliege ganz gut gefangen. Also was heißt gut? Ich habe ein paar Fische gefangen und hatte noch einige Fehlbisse. Das lag aber so an der Situation, dass sie halt sehr, sehr weit draußen standen und ich einfach die Fische schlecht haken konnte. Aber ich habe halt welche gefangen und das war ein kleiner grüner Spider, den ich euch jetzt vorstellen möchte. Als Faden habe ich hier Uni 8.0 in Light Cahill. Da könnt ihr auch irgendeine andere Farbe nehmen, die passt aber ganz gut insgesamt hier rein. Dann habe ich hier einen Gammakatsu F11 2SH, also zweimal Short Shank in Größe 12. Ihr könnt da jeden Nassfliegenhaken nehmen oder einen Trockenfliegenhaken, der ein bisschen stärker ist. Die Größe sollte halt so 10, 12 sein. Und ich fange einfach mal an mit einer Grundwicklung. Ich so ungefähr hier bis zur Hakenspitze. Dann schneide ich den Faden ab und mache hier ein wenig Lack drauf, damit die Fliege schön stabil wird. Jetzt habe ich ein Material, das habt ihr in Videos noch nicht gesehen, ich habe das aber schon länger im Shop. Und zwar heißt das Uni Glow. Das ist ein flaches Tinsel, das gibt es in verschiedenen Farben. Ich glaube, 6 Farben gibt es insgesamt. Und was das Besondere an dem ist, jetzt brauche ich gerade mal hier meine UV-Lampe. Mit der Hoffnung, dass sie leuchtet. Also zum einen fluoreszieren diese Farben ziemlich stark. Und die leuchten auch ein bisschen nach. Das sieht man jetzt hier sicherlich nicht. Aber sie tun es. Ob das jetzt die Fische gebracht hat, weiß ich nicht. Ich habe es einfach verwendet und ich finde das Material ganz nett, weil man einfach mal ein flaches Tinsel verwenden kann, mit dem man einen schönen flachen Körper bekommt und auch eine Farbe in die Fliege reinbekommt. So, und ich nehme jetzt hier das Grün. Braucht davon nicht besonders viel, nur ein paar Zentimeter. Und das schneide ich mir einfach ab. Und jetzt nehme ich dieses Tinsel und binde es mir hier ein. Und dann nehme ich nochmal einen Tropfen Lack, einfach um die Fliege noch haltbarer zu machen. Dieses Tinsel wird nicht zerreißen, da gehe ich nicht von aus. Das ist schon sehr, sehr stabil. Aber wenn man in den Lack direkt reinbindet, ist es halt immer noch mal eine Spur stabiler. So, und jetzt forme ich mir hier einen schönen flachen Körper. Ich merke gerade, mein Bindestock wackelt ein bisschen. Das liegt daran, dass ich den erst auf einer Matte stehen hatte, wo er garantiert nicht drauf wackelt. Und dann habe ich nicht darauf geachtet, ob alles flach auf dem Tisch steht. Gut. Sollte aber gehen. So, dann fange ich mir das Tinsel hier ab. Schneid das runter. Und jetzt brauche ich etwas Dubbing. Hier nehme ich ein Feinspektra-Dubbing. Da könnt ihr jede mögliche Farbe nehmen. Ihr könnt, wenn ihr es hell machen wollt, hier so ein Ice Pearl nehmen. Ihr könnt ein Dark Olive nehmen. Ihr könnt, wenn ihr andere Farben bindet, zum Beispiel in Verbindung mit dem Pink, auch wunderbar das Pinke nehmen. Also da ist auch wieder
keine Grenze und man sollte immer ein paar verschiedene Farben dabei haben zum Experimentieren. Ich glaube einfach, dass die Fische wirklich auch auf unterschiedliche Farben reagieren und dass einige Fische auf grün reagieren, andere auf pink, andere auf weiß, andere auf schwarz. Also wenn ihr einen Trupp Fische habt, werden nie alle Fische auf die gleiche Farbe reagieren in solchen Gewässern. Das ist so meine Erfahrung, die ich in den Jahren so gesammelt habe, dass wenn man einen Trupp Fische gefunden hat, nicht alle Fische auf die eine Farbe reagieren der Fliege. So, und hier binde ich mir jetzt so einen kleinen Thorax. So. Braucht ihr wirklich nicht viel Dubbing. Und jetzt brauche ich eine Rebhuhnfeder. Die habe ich mir schon vorbereitet und hier unten einfach den Flaum abgezogen. Und die nehme ich, greife sie hier in der Spitze, ziehe mir alle Fieberchen nach unten und bekomme jetzt hier so die Spitze. Ups. Die ich mir einfach abschneide und bekomme hier so ein kleines Dreieck, was ich jetzt einbinden kann. Und das setze ich mir hier drauf. So. So, und jetzt ist immer die große Frage, Hechelklemme nehmen, um die Feder zu greifen oder mit den Fingern greifen. Ich bin bei Rebhuhnfedern immer leicht dabei, eine Hechelklemme zu nehmen und das mache ich auch gerade mal. Und zwar am liebsten die von C&F. Das ist einfach für solche Arbeiten die beste Hechelklemme, weil sie hier so schön gummigelagert ist. Kostet zwar ein bisschen mehr als eine Standard-Hechelklemme, aber erstens greift die Federn unwahrscheinlich gut und zweitens reißen die Federn kaum ab mit dieser Hechelklemme, weil sie einfach durch diese Lagerung sehr, sehr sanft zu den Federn ist. So, und dann nehme ich hier die Fibern, streife die so ein bisschen nach hinten. Mach eine Wicklung. Und wenn man möchte, eine zweite. Ihr könnt auch mit einer Wicklung aufhören und sagen, okay, ist genug. Aber ich mache gerne noch die zweite dazu. Und kann im Notfall nachher auch nochmal ein paar Fibern runterrupfen, wenn es sein muss. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Fliege insgesamt zu dick ist. So, und dann nehme ich hier den Kiel. Ah, der ist jetzt nicht gut abgerissen. Normalerweise reißt der immer ganz genau da ab, wo man eingebunden hat. Macht nichts. Na. Okay, jetzt habe ich ihn weg. So, und jetzt hier die kleines Köpfchenform. Das ist aber ein hartnäckiger Kiel hier. Der fliegt von einer Ecke zur anderen, hängt sich dann noch am Faden fest. Jetzt einen Knotenbinder nehmen. Und einen schönen Kopfknoten formen. Und dann noch mit einem Tropfen Lack. Die Fliege abschließen und fertig ist der kleine Spider, mit dem ich letzt doch recht erfolgreich war und in der nächsten Woche werde ich wieder an den See gehen und dann ist auch die Kamera dabei, hoffe ich. Und dann sollen wir mal schauen, ob das Ding wieder seine Fische fängt. So, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Euer Mario.